Alle Leute, willkommen zurück zu Hard to Find 4. Und, ich habe mal wieder eine Aufnahmepause gemacht. Vielleicht habe ich das ja Ende der letzten Folge gesagt, dass ich eine machen will. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder, ich glaube, anderthalb Wochen her, dass ich gespielt habe. Und ich muss erstmal kurz checken. Das habe ich professionell, wie ich bin, natürlich nicht vor der Aufnahme gemacht, ob sich irgendetwas geändert hat. Aber, nein. Ja gut, hier hatten wir das. Das sieht nicht so aus. Und jetzt gucken wir mal kurz auf der Karte, ob hier irgendwas wieder kaputt gebackt ist. Aber das sieht auch nicht so aus. Gut, das, diesen Kuddelmuddel hier hatten wir, glaube ich, schon vorher. Das ist nichts Neues. Nein, da muss meine Frontlinie dann etwas besser werden, so wie es aussieht. Ziemlich viele Kommentare erhalten zu vergangenen Episoden und allem möglichen. Und das erste, was ich sagen möchte, ja, mittlerweile hat Russland auch seinen eigenen Fokusbaum, aber wenn ihr hier seht, in der Version von der Mod, die ich jetzt hier habe, prägt euch das ein, so sieht das aus, ja, hier drüben, so sieht das aus. Und wenn wir jetzt mal auf ein Land gehen, was definitiv einen generischen Fokusbaum hat, wie zum Beispiel Deutschland, leider, das sieht, mit der Ausnahme, dass wir hier sehen können, was wir schon erforscht haben, das sieht 1:1 genauso aus. Das heißt, ich habe hier noch eine ältere Version von der Mod. Mittlerweile hat Russland den eigenen Fokusbaum. Da sage ich nicht nein, aber wie gesagt, in der Mod-Version, die ich hier habe, nicht. So, das auch mal weg, weil da haben einige Leute runtergeschrieben, Russland hat auch ein eigenes Fokusbaum, was redest du da? Aber ja, wie gesagt, bei mir nicht. So, und jetzt kurz nochmal gucken. Ich hatte hier drüben, richtig, eine Armee, die ich jetzt in dieser Frontlinie wollte, obwohl, na, gucken wir mal kurz. Will ich diese Frontlinie noch verkleinern oder will ich, oder ist das okay? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist okay. Wo ist mein Panzer? Ihr seid da unten. Könnt ihr da einfach rein? Wir legen auch direkt schon los, wie ihr seht. Meine Armee hier oben scheint, sagen wir mal, guter Dinge zu sein, dass sie hier irgendwie gewinnen können. Gut, habt ihr die Provinz jetzt? Ja. Okay, wunderbar. Das heißt, ich kann meinen Dudes hier auch einen neuen Befehl geben. Und zwar, folgendes. Frontlinie? Will ich das über Frontlinie machen oder will ich, na komm, wir machen es mal ein bisschen interessanter. Wir lassen die Frontlinie mal weg. Wir nehmen euch einfach und stecken euch, sagen wir erstmal hier oben rein. Da. Und da könnt ihr jetzt mal hinfahren. In der Zwischenzeit schaue ich noch mal so hin und her, ob die Leute hier... Wollt ihr da angreifen? Ja, wunderbar. Wollt ihr da angreifen? Vielleicht mit eurer Hilfe. So. Und da ist unser Fokus auch durch. Und wenn ich mich nicht irre, ja richtig, wir wollten hier runtergehen, damit wir... Taiwan, Japan und Südkorea einladen können in unser Bündnis, was ja mittlerweile schon etwas mächtig ist. Wenn wir das uns hier nochmal angucken, wir haben hier Europa und, ja, ich weiß nicht, dieser Blob wird bald wahrscheinlich nicht mehr existieren. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu tun, ganz kurz, seid ihr unten, ist das Reich des Schnabeltiers auch in der NATO? Nein, tatsächlich Australien und Neuseeland sind nicht Teil der NATO. Ich dachte aus irgendeinem Grund, dass sie Teil der NATO wären, aber dem ist wohl nicht so. Was ist hier passiert? Wir haben Zerstörer verloren. Gegen wen haben wir gekämpft? Was ist das für eine... Lass mich diese Fahne identifizieren. Verdammt. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ist das für eine Fahne? Oh mein Gott, ich fühle mich gerade ganz... Auf jeden Fall haben wir theoretisch mehr versenkt, so gut ist. Ich weiß nicht, war das Irak? War das Iran? Guck mal, da haben wir die Fahne. Das war Iran. Entschuldigung, nicht Irak. Aber nah genug. Nah genug für mich zumindest. So, ihr seid auch... Ist die ganze Armee an diesem Offensivplan beteiligt?
Sagen wir einfach mal ja. Okay, gut. Dann... Ja, ihr seid eigentlich gut dabei. Ich wollte euch jetzt eigentlich... Will ich euch hier oben lang schicken? Über Saratov? Oder will ich über Volgograd gehen? Das ist die Frage. Forschung. Ja, ich weiß nicht, was uns Jet Engines hier bringt. Normalerweise schaltet das ja im Flugzeugtab die Jetflieger frei, aber so wie es aussieht, brauchen wir das gar nicht dafür. Wäre ja auch ein bisschen Banane, wenn wir die jetzt erst bauen könnten. Was bringt uns das? Breakthrough Propulsion Jet Engine will enable development of an generation of aircraft. Okay. Weiß nicht, ob das in dem Mod hier überhaupt irgendwas bringt. Weil hier, das ist noch die Originalbeschreibung aus Vanilla Hearts of Iron 4. Dass wir da einfach Jetflieger bauen können. Also Turbinen, Triebwerke und alles mögliche. Ja, das können wir hier schon alles. Gute Frage. Muss ich gerade mal gucken. Wir haben 2007. Ich muss hier gerade nochmal durch die Technologien durchgehen. Aber es sieht so aus, als hätten wir hier zumindest alles erforscht. Hier, ja, ziemlich auch. Und hier sind wir ja auch schon bei 2010er Technologie angelangt. Von daher denke ich mal, da sind wir gut dabei, was das angeht. Panzer, ja, auch ziemlich guter 2010er Technologie. Artillerie, so auch schon fast fertig. Na gut, ziemlich fertig sogar. Ja, bis auf die Raketen. Artillerie, Entschuldigung, ich habe kurz aufgestoßen. Gucken wir hier mal, mumbeln wir uns mal etwas durch hier. Ja, hier könnten wir tatsächlich die 2010er Technologie da oben nehmen. Naval Invasion Capacity plus 20. Ja, brauchen wir eigentlich weniger. Haben wir hier noch was? Nein, haben wir hier? Nein, haben wir hier? Sind wir auch schon fertig. Mein Gott! Wir sind zu gut. Wir sind zu schnell. Dann erforsche ich das jetzt mal und gucke mal, ob irgendwas dabei rauskommt. So, die... Ach, das haben wir nicht weggeklickt, richtig. So, wie uns fehlen Ressourcen. Ist unser... Nein, unser Konvoi-Ding ist immer noch nicht gefixt. Da müssen wir noch kurz warten. Aber es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ja, uns fehlen noch so ungefähr 30 Konvois. Ansonsten sind wir eigentlich gut dabei. So, M1A2 Tusk 1 Abrams. Ich soll schon weitergehen. Das lohnt sich eigentlich nicht, ne? Dann For the YOLO. Irgendwas wollte ich jetzt... Achso, meine Panzer sind immer noch da. Ich sehe gerade, unsere Frontlinie hier läuft eigentlich ziemlich gut. Ich würde sagen, wir gehen direkt aggressiv runter nach Volgograd. Und so, ja, je schneller wir hier unten den ganzen Kram hier in einen kleinen Kessel bringen können, desto besser wird das. Nein, wir wollen nicht eine Division aus der Türkei. Vielen Dank, aber ich glaube, da sind wir mehr als gut dabei. Selbst. Ja, da könnten wir jetzt ein bisschen hier machen, obwohl ich weiß gar nicht. Haben wir hier irgendwas, was uns noch definitiv Attrition? Air Combat Concealment? Wir könnten noch ein bisschen Panzer, Artillerie. Wie viel Artillerie haben wir denn in unseren... Hier nicht viel und ein bisschen Unterstützungsartillerie. Das bedeutet, im Grunde genommen haben wir... Boah, gar nicht... Ja, 50 Weichenangriff ungefähr zu 520. Das wird uns wahrscheinlich gar nicht mal so viel bringen. Was uns allerdings mehr bringen würde, wäre... Armor Division Attack und Armor Division Defense. Zählt das auch für... Weil wir haben ja Armor, wir haben auch Panzer in unseren Infanteriedivisionen. Was war das jetzt? Falsch da. Das ist Angriff und Verteidigung plus 5%. Das heißt, es müsste quasi auf weichen und harten Angriff gehen. Die Verteidigung vielleicht auf Lebenspunkte? oder auf
oder auf 52,9. Merken wir uns mal die Zahlen. 520, 280, 52, 500 Dings da. Wenn wir jetzt ihn hier nehmen. So, da müssen auf jeden Fall unsere Armor Divisions verbessert sein, aber wenn wir jetzt hier nochmal gucken, 520, 200, 200, 200, okay, vielleicht braucht er einen Ticken, einen, wie heißt es, ein bisschen Loading Time, ich warte mal bis morgen. Und blub, da sind wir bei morgen und wenn wir jetzt gucken, 520, 280, 250, na, es hat sich nichts getan, okay. Weiß nicht, wie sinnvoll das dann war. Aber wir versuchen trotzdem mal mit unseren Panzerdivisionen hier haben. Ich hoffe mal, dass wenigstens die jetzt ein bisschen verbessert sind, hier nach Wolgograd vorzustoßen und dann vielleicht direkt rüber nach hier zur Ostgrenze der Ukraine. Dass wir da schon zumindest mal so eine kleine Mini-Frontlinie haben. So, und ich hoffe, dass meine Kumpels von hier im Osten jetzt ein bisschen aufräumen, denn ich will meine Frontlinie etwas verkürzen. Denn das ist keine sehr effektive Frontlinie. So, ich hoffe jetzt, dass die Truppen hier oben ein bisschen stillhalten und dass meine Freunde hier neben ein bisschen nach da im Westen aushelfen, sagen wir mal. Ich möchte jetzt natürlich nicht hier abgeschnitten werden. Das wäre ziemlich blöd, nein. Obwohl ich glaube, hier unten, wo ist der nächste Hafen? Obwohl hier wird uns sowieso kein Hafen helfen, aber wahrscheinlich, wenn wir hier unten in Richtung dieser kleinen Exklave, dieser türkischen Exklave hier vorstoßen, dann werden wir dort wahrscheinlich einen Hafen gesichert bekommen. So, meine Panzer stoßen weiter vor nach Wolgograd, das sieht ziemlich gut aus. Hier ist keinerlei Gegenwehr, so wie es aussieht. Die ganzen Divisionen sind noch ein bisschen da im Norden, so im nördlicheren Bereich festgesetzt. Und selbst Wolgograd an sich wird nicht verteidigt. Interessanterweise. So, dann machen wir einfach mal YOLO und fahren direkt nach darüber. Das dürfte dann bedeuten, dass hier unten diese Frontlinie, na, die ist jetzt schon komplett entleert. Wieso greift ihr nicht an, bitte? Hier sind keinerlei Divisionen. Keine Divisionen. Und die stoßen einfach nicht vor. Wie sieht's hier aus? Okay, hier ist gerechtfertigt, wieso hier nichts passiert. Hier oben können wir nicht sehen, wie viele oder wenige Divisionen da sind. Hier hat sich nicht allzu viel getan, obwohl ich glaube, hier oben haben unsere Verbündeten ein bisschen vorgestoßen, wenn ich mich nicht irre. Oh, das wäre wunderbar. Die kann man doch super squishen. Einfach zwei Divisionen, bam, tot. Aber, ja, was die KI will und was die KI macht. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie vereinbar ist. So, und wenn wir das hier fertig haben, gucken wir mal kurz, wie weit steht Russland vor der Kapitulation? Gar nicht mal so viel, 21%. 21% ist nicht wirklich viel. Im Grunde genommen ist das sogar gar nichts. Ja, im Vergleich zu dem... Ja, jetzt finden wir tatsächlich ein bisschen Gegenwehr. Allerdings auch nicht wirklich viel. Und die Franzosen helfen uns hier, die Linie zu halten. Und Ukraine ist nicht auf unserer Seite. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Invite to Faction. Wie weit steht ihr da? Ja, okay. Wir könnten eventuell unsere Relations improven. Wobei ich nicht weiß, ob uns das 60 positive Dingstars einbringt. So, mittlerweile haben wir mehr Konvois wieder zur Verfügung. Dann werde ich mal kurz gucken, dass wir unseren Handel hier eventuell etwas aufgestockt bekommen. So, das sieht ziemlich gut aus, wenn ich jetzt... Wow! Wer hat da die Bombe geworfen? Das muss Russland gewesen sein. Russland hat Krasnodar genugt. Oh mein Gott. Russland, ihr Fucker. Oh, ich bin gerade voll happy. Das ist tatsächlich das erste Mal in... Wow, diese Flugzeuge mal... Wow, was geht mit diesen Flugzeugen? Das ist tatsächlich auch das erste Mal in diesem Spiel, dass ich live
das mitbekommen, auch wenn ich gerade dabei war, etwas anderes zu tun. Was wollte ich eigentlich gerade machen? Ich wollte nachgucken, wie viele Fabriken wir haben. Okay, das war unsere erste Nuke. Auch wenn wir sie nicht geworfen haben. Russland wahrscheinlich total verzweifelt, dass sie da unten jetzt etwas weggedrängt wurden, würde ich mal sagen. So, unsere Panzer. Können wir hier etwas aushelfen, Rostov einzunehmen? Vielleicht, wenn die sich nicht zurückziehen würden, sondern auch ein bisschen vorpushen würden. Verdammt nochmal. Wir brauchen Stahl, obwohl das hat wahrscheinlich wieder was mit Konvois zu tun. Da fehlen uns wieder ein paar Konvois. Das ist, bedauerlich. Wie viele Divisionen sind denn da drüben? 4 Divisionen und hier nochmal 4 in Reserve. Das heißt, die haben da 8 Divisionen stehen. Dürfte etwas schwierig werden, tatsächlich Rostov einzunehmen. Aber was wir machen können, ist natürlich hier ein bisschen einzukreisen. Und ich will dann trotzdem, dass die wieder zurückkommt. Und vielleicht, wenn ich das abfangen kann, das... Wo greift die denn jetzt an? Ach, hier verteidigt... Ach, da will jemand... Okay. Na, obwohl... es ist nur eine Division. Es ist eine italienische Division. Vielleicht können wir die Unterstützung, indem wir die ein bisschen einkreisen. Vielleicht. Okay. Die Invasion ist schon zurückgeschlagen. Dann lohnt sich das tatsächlich nicht. Könntet ihr vielleicht... Nein, ihr wollt auch nicht angreifen. Wieso will hier keiner angreifen? Die dürfen aber jetzt auf jeden Fall durch Nachschubmangel ziemlich geschwächt sein. Sind hier unten Leute, die den Rest einnehmen? Nein, das sieht auch nicht so aus. Dann müssen unsere Truppen hier tatsächlich jetzt ein bisschen gucken, wo sie bleiben. Wir bekommen Verstärkung, das ist gut. Hier sind auch schon einige Divisionen an der Grenze, die auch nicht uns gehören, auch wenn das gerade eine von unseren Divisionen war. Ich wollte eigentlich noch nicht, dass ihr da hochpusht. Ich will tatsächlich erstmal, dass wir zum einen das hier beseitigen. Obwohl, die greifen da jetzt an. Wenn die da raus sind, dann können wir Rostov vielleicht einnehmen. Warten wir nochmal kurz. Ich wünschte, ich hätte jetzt hier so eine Anzeige wie in Europa Universalis. Dieses, wenn wir da draufklicken, wann die da ankommen und inwiefern es dann zu einer Schlacht kommt. So, und diesen Kampf könnten wir jetzt theoretisch gewinnen, auch die Russen, oder, na gut, das sind keine Russen, das sind im Moment Iraner, die hier verteidigen. Wir haben noch nicht mal einen Anführer im Moment. Wunderbar. So, dann kommt schon, helft. Okay, das sind ein paar von unseren Divisionen da drüben. Und haben wir zufällig noch irgendwelche von unseren? Nein, das sind alles unsere Verbündeten. So, die jetzt auch ein bisschen nach Westen kommen hier, das ist ziemlich gut. Andererseits. Wer kämpft da gegen wen? Polen? Luxemburg? Brasilien? Ah, diese eine Provinz wird von Weißrussland kontrolliert. Interessant. Wie auch immer die da reingekommen sind, oder seit wann die auch dastehen. Gucken wir mal kurz. Ja, unerfüllte Importanfragen, da müssen wir auch noch ein bisschen warten. Obwohl, nein, wir haben doch mittlerweile genug Stuffies. Wieso wollt ihr trotzdem nicht mit uns handeln? Dann schrauben wir das jetzt gerade trotzdem nochmal runter und versuchen hier einen neuen Handel zu machen. 30 mit Indien, ja gut. Mit Indien handeln wir jetzt ziemlich viel. Wieso schicken die uns den Scheiß nicht? Ich meine, die Handelsrouten werden doch nicht blockiert. Die Handelsrouten sind komplett offen. So, UCAVs sind fertig, das war auch ziemlich weit unten. Ja, 2008er Technologie geht eigentlich. Die nächsten dauern viel zu lange.
Gucken wir mal, ob wir hier noch was. Ja, das ist zumindest günstigerisch. Günstiger Bar. Dann nehmen wir das doch eher als. Ja, mittlerweile tut sich hier oben tatsächlich auch was. Mag auch damit zu tun haben, dass hier diese Front mittlerweile sehr viel Aufmerksamkeit erregt, sagen wir es mal so. Könnt ihr das angreifen? Ihr könnt das angreifen. Und hoffentlich reicht das um diese. Wie viele Divisionen sind es mittlerweile noch? Es sind 4 Divisionen. Das heißt, wir haben da oben gerade 4 Divisionen ausgelöscht. Na? Na? Und komplett eingenommen. Super. Dann machen wir jetzt einen neuen Plan. Hier dieser ganze Batzen da, der dürfte jetzt eigentlich ziemlich gesichert sein. Ich möchte eine Frontlinie. Ungefähr hier. Das kann auch eine ziemlich kleine Frontlinie sein, ehrlich gesagt. Jetzt, wo wir ein bisschen Verstärkung haben hier. Und eine Offensivlinie. Ungefähr so. Und danach auf jeden Fall mit Moskau und den wichtigsten Städten hier im, ja, im westlichen Russland. So. Und da könnt ihr eigentlich auch ziemlich aggressiv rein, weil ich glaube, behaupten zu können, dass dass Russland gar nicht mal mehr allzu viel Kampfstärke besitzt. Wieso auch immer. Wenn wir uns das mal hier angucken. Boah, ja, okay. Die haben im Vergleich zu vorher ziemlich wenige Divisionen. 87 bis 189, also irgendwo dazwischen. Was ist mit den ganzen Divisionen passiert? Haben wir die alle ausgelöscht? Ich weiß es gar nicht. Kommt mir gar nicht so vor, auf jeden Fall. Und ja, hier pushen die Russen jetzt, so wie es aussieht, ein bisschen zurück. Obwohl, ja, die Front hier drüben in mehr oder weniger Sibirien, fast Sibirien, gar nicht mal so wichtig ist. Also wichtiger ist jetzt im Moment tatsächlich diese Front hier, die direkt in die Hauptstädte von Russland führt. Und Stahl. Wir brauchen Stahl. Es kann doch nicht nur an den Konvois liegen, dass wir hier wirklich so wenig Zeug bekommen dann. Nun gut. Aber wir produzieren ohnehin so viel, auch mit dem Malus, den wir hier teilweise haben. Manchmal zumindest. Jetzt gerade haben wir wieder keinen Malus. Außer da unten bei dem Missile Cruiser. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich gut. Wir produzieren auch ziemlich viel Zeug. Also gerade hier die Sachen, wo wir noch so ein bisschen, ja, vorher ein bisschen wenig aufgestellt waren. Jetzt auch 5,3 pro Tag. Da unten 9,1 pro Tag. Ja. USA produziert. Das ist das, was die USA wirklich gut kann. Zumindest hier in dem Spiel. Und ja, mehr oder weniger auch in echt. Auch wenn sie ja oftmals sagen, dass sie es nicht so tun. Dass das andere das viel besser könnten. Der amerikanische Markt am Boden wäre. Ja, das ist alles immer Relationssache. So. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und schauen wir mal, ob wir Russland dann auch so schnell in die Knie zwingen können. Jetzt bei 33%. Vielleicht schaffen wir es ja nächste Folge schon, wer weiß. Da sind ja ziemlich viele Siegpunkte direkt hintereinander. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.